Ende waren im Schweinfurter Eisdom alle zufrieden. Knapp 1000 Zuschauer feierten die Spieler des ERV, die zuvor den scheinbar übermächtigen EC Pfaffenhofen bezwungen hatten. Ja, es war heute ungemein wichtig. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Und mit dem Nemo, das Zusammenspiel hat heute wunderbar geklappt. Gut, Pfaffenhofen hat uns auch viel Raum gegeben am Anfang. Das können wir natürlich nützen mit unserer Technik und Schnelligkeit. Und deswegen war es dann auch verdient, dass wir so hoch gewonnen haben. Den Grundstein für den Erfolg legten die Dogs in Weiß-Blau bereits im ersten Drittel. Ohne den verletzten Sergej Wasmiller musste die erste Reihe neu sortiert werden. Und die neu formierte Reihe, die traf Michael Turner zum 1:0 in der 9. Minute. Vorlagengeber hier Mikhail Nemirovski. Nemirovski soll an allen Schweinfurter Treffern an diesem Abend beteiligt sein. So auch bei diesem Angriff hier. Er bedient Daniel Hemmerle, das 3:0 der Zwischenstand nach dem ersten Drittel. Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und Franz Birk verkürzte für den EC zum 1:3. Die Mighty Dogs ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wieder ist es die erste Reihe, wieder ist es Mikhail Nemirovski, der vorlegt. Michael Turner mit seinem zweiten Treffer zum 4:1. Nur kurz darauf. Die Mighty Dogs immer noch in Überzahl. Das 5:1. Den Treffer, den bekam Steffen Görlitz zugesprochen, obwohl eigentlich ein Pfaffenhofener Spieler zuletzt am Puck war. Das war die Vorentscheidung. Der EC Pfaffenhofen drückte im Schlussdrittel zwar noch auf den Anschluss. Doch mehr als ein 5:3 sprang dabei für die Oberbayern nicht heraus. Die starke kämpferische Leistung der Mighty Dogs wurde belohnt und mit diesem Sieg befindet sich der Eishockey-Bayern-Ligist wieder auf deutlichem Playoff-Kurs.